Mit 7 hat er seine ersten Versuche gestartet mit dem Schwyzerörgeli. Heute setzt er das Traditionsinstrument in einem spannenden Kontext ein. Gespielt wird nämlich Jazz, Folk und Pop. Die Rede ist vom Rezünser Robin Mark. Mit seinem Quartett hat er schon in halb Europa gespielt. Die neueste Platte, die am 17. Oktober rauskommt, taufen die Musiker aber im Heimatkanton.